Also in unserem Beitrag, den wir eingereicht haben, geht es in erster Linie darum, das Werk von Karl Polanyi, seine Theorien und seine Analysen, die aus der Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts stammen, für heute wieder einzuführen, den Leuten näher zu bringen, lesbar zu machen. Und da haben wir sowohl eine wissenschaftliche Publikation aus der österreichischen Zeitschrift für Soziologie eingereicht, als auch Publikationen im Falter Verlag, die im Falter Verlag erschienen sind. Das war ein Buch und eine Beilage zur Falter Zeitung, und hoffen damit eben den öffentlichen Diskurs auch wieder ein bisschen anzufachen, was Polanyis Analyse betrifft. Es ist auch wichtig, es auf die heutige Situation anzuwenden und zu fragen, wie wir mit heutigen sozialen, ökologischen, ökonomischen Krisen umgehen können, wie wir die heutigen Entwicklungen, beispielsweise Protestbewegungen, sowohl progressive Bewegungen als auch das, was wir mit Erstarken des Rechtspopulismus feststellen, wie wir das heute durch die Brille von Polanyi neu betrachten, neu bewerten können. Und es ist uns auch sehr wichtig, nicht in der Wissenschaft zu bleiben, sondern mit unserer International Karl Polanyi Society, die wir hier in Wien gegründet haben, in die breite Öffentlichkeit zu gehen. Unsere Initiative rührt wesentlich daher, dass unsere Einschätzung ist, dass viele der aktuellen Probleme daher rühren, dass die Ökonomie einen Stellenwert in der Gesellschaft hat, der zu groß ist, nämlich die Ökonomie reduziert auf eine Marktwirtschaft, eine Marktgesellschaft, in dem alles in Preisen, in Gewinnorientierung, in Märkten gedacht wird und daher die Lebensgrundlagen ökologisch, sozial gefährdet werden.